Herzlich willkommen bei Mega Caravan in Dinkelsbühl. Ja, ihr seht, hier ist noch alles dunkel, aber dennoch schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind noch in den Betriebsferien. Nein, wir sind am Ende der Betriebsferien, Gott sei Dank. Montag geht's wieder los. Wir starten wieder voll durch. Die zwei Wochen waren natürlich wetterbedingt ein bisschen schlecht. Kann man nicht ändern. Jetzt, wo wir wieder arbeiten dürfen, scheint die Sonne wieder. Ist auch was von Vorteil. Oder ist auch ein großer Vorteil, weil dann ist es hier wieder schön kuschelig und alle Leute sind wieder positiv gestimmt. Und das ist ja auch immer eine ganz tolle Geschichte. Worum geht es in diesem Video? Ich möchte euch mehrere Kleinigkeiten zeigen. Ich habe euch ja versprochen, mal so ein bisschen mitzunehmen, was ich in meiner Privatzeit mache oder was für ein neues, tolles Hobby ich für mich entdeckt habe, wo ich nur mittendrin bin. Und da möchte ich euch ein paar Impressionen geben. Und dann möchte ich natürlich auch euch ein tolles Projekt vorstellen, was wir angefangen haben. Und da möchte ich euch unbedingt teilhaben lassen, weil das eine ganz tolle Geschichte ist. Und ich verrate da gar nicht viel. Aufbau, sprich Basisfahrzeug Mercedes, dann Kofferaufbau, alles separat, kundenspezifisch gemacht. Also ein ganz tolles Ding. Und da wollte ich euch so Kleinigkeiten mal mitgeben, beziehungsweise zeigen, wie sowas aufgebaut wird und immer wieder mal mitnehmen. Und da wird es auch mehrere Teile über das Fahrzeug geben, weil es echt ein tolles Auto ist, sukzessive, was wir da immer gemacht haben. Und da möchte ich euch auf alle Fälle auch mitnehmen. Drum höre ich auch gleich schon wieder das Quasseln auf, hat gar keinen Zweck. Lasst uns loslegen und ich zeige euch, was ich so in meiner Freizeit mache. Sehr wagemütig und dann gehen wir los in das neue Projekt. Also, auf geht's! Wow, Leute, echt heftig. Also ich bin außer Atem, aber ich versuche es immer noch hinzukriegen. Wir sind hier fleißig am Üben. Da muss ich jetzt gleich wieder hoch. Mein Lehrer schimpft schon. Auf geht's. Hängen. Jawohl. Gut. Und jetzt bremsen durch. Voll durch. Und laufen. 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 Gut. Tja, hier sehen wir, wie wir unsere Ausrüstung aufgebaut haben, um am Übungshang noch ein bisschen zu üben. Und danach folgt natürlich die Theorie. Das sehen wir dann hier mit Wetter und Kompass echt übel. Und gleich kommt der erste richtige Höhenflug. Das war der Startplatz und dann geht es auch schon ab in den Himmel. Spannend, wirklich spannend und richtig heftig. Das ist das Projekt, ein Mercedes, ein Sonderaufbau nach Kundenwunsch und wir starten gleich mit unserer Ausstattung. Hier haben wir das WCS Bussystem, wo integriert wird und da machen wir uns gleich auf den Weg, packen das alles ein ins Auto. Hier haben wir die Akkus, das Bussystem und so weiter und fahren dann Richtung zum Kunden, sprich wo das Fahrzeug steht, beim Ausbauer, denn alles wird handgemacht. Möbel werden angefertigt und so weiter. Seht selbst, wo es hingeht. Da sind wir auch schon auf dem Hof, da fahren wir gerade rein in die Firma, zur Firma Vogtland und da werden wir links abbiegen zum Tor 6 und unser ganzes Material dann ausladen und zu dem tollen Fahrzeug kommen, wo ich euch gleich im Einzelnen vorstelle, was wir da alles machen und was wir da alles einbauen. Also eine echt tolle Geschichte für uns. So, hier sehen wir das Fahrzeug jetzt im Inneren. Dass wir nichts sehen, sehen wir auch. Hier ist gerade mal das Grundgerüst drin, sprich der Boden, das Bodengestell, wo die Bodenplatten auflegen. Darunter müssen jetzt die ganzen Gerätschaften noch verstaut werden, die ganzen Kabel verlegt werden, jetzt wird der Boden noch eingepasst, dann werden obendrauf die Möbel gesetzt und so legen wir sukzessive los mit der Firma Vogtland. Hier sehen wir das Fahrzeug nochmal von außen, so schaut er aus, ein bisschen eingestaubt, weil er natürlich hier im Möbelbau steht und da kräftig Staub anfällt.
So, hier sind jetzt die Bodenplatten wieder raus, das Gestell bleibt drin und wir haben unsere Akkus platziert, unseren Wechselrichter platziert, unsere ganzen Sachen, damit dementsprechend dann alles verlegt und verkabelt werden kann, um dass man weiterkommen, die Bodenplatte wieder installiert werden kann. Drum muss alles im Vorfeld passieren, weil jetzt kommt man natürlich wesentlich leichter ran. Natürlich müssen auch im Vorfeld die ganzen Tanks hier auf der linken Seite eingesetzt werden, die Heizung eingesetzt werden, weil man sich natürlich mit der Schlauchverlegung wesentlich leichter tut und alles besser anpassen kann. Dann müssen die ganzen Kabelkanäle eingezogen werden, damit nicht alles lose rumfliegt. Hier haben wir unsere Akkus platziert, da hinten unser Kombi, dann dementsprechend der Messschand. Hier links ist die Unterflur-Klimaanlage, hier sind Abwassertank, Fäkalientank und Frischwassertank. Ganz hinten Solaranlage kommt da hoch, also sprich runter, hinterm Kühlschrank ziehen wir dann das Ganze nach unten. Die Kombi geht hier hoch, da auf der rechten Seite kommen die ganzen Kabel hoch, weil da wird eine kleine Verteilung gemacht. Dann kommen noch zwei Ladebooster rein, die dementsprechend angeschlossen werden. Also das ist schon richtig viel Arbeit. Drum ist es wichtig, dass man das im Vorfeld macht, damit eben nichts vergessen wird. Und das ist eben so ein bisschen das Highlight daran, vom Boden auf nach oben alles aufzubauen. Die Möbel anzupassen, dann dementsprechend alle Platten anzupassen. Und das ist der Grund, warum auch wir unsere Installation im Vorfeld durchführen müssen, weil danach ist es natürlich schwieriger, wesentlich schwieriger und dauert wesentlich länger. Und drum sind wir jetzt hier vor Ort. Hier mal als Beispiel die tollen Fenster. Also ich muss sagen, ich finde die richtig scharf. Das sind richtige Glasfenster. Schauen wir es uns mal von innen an. Also richtig massiv. Werden dann natürlich nur alles verkleidet, ist ganz klar. Aber richtig, richtig Glas, massiv und schöner Sicherheitsgriff, damit da auch wirklich Einbruchsicherheit herrscht. Also echt toll. Dann schauen wir mal auf der rechten Seite. Hier sehen wir einen Grundriss vom Möbelbau von der einen Seite. So schaut das Ganze dann aus. Dann blenden wir mal auf die andere Seite rüber. Da sehen wir dann die gegenüberliegenden Seite. Schaut ein bisschen anders aus. Ist hier ein bisschen schlecht zu erkennen, wie es hier mit dem Möbelbau weitergeht. Und das Ganze wird natürlich dann unten auf die Bodenplatte sukzessive aufgesetzt und dementsprechend Stück für Stück nach oben gebaut. Ja, so, hier kommt die Solaranlage runter, da haben wir schon mal die Kabel hochgelegt, die führen wir hinter den Kühlschrank nach unten, dann kommt der kleine Verteiler, dann unten rum, links neben den Tank am Kabelkanal geht's vor, dann Richtung Fahrgastzelle hier rüber und an der Kombi vorbei. Unsere groben Kabel liegen jetzt eigentlich fast alle drin. Jetzt wird das Ganze nur ein bisschen schick sortiert und dementsprechend anständig hingelegt. Da liegt der Ladebooster. Ist ein bisschen Aufwand das Ganze, ist ein bisschen hektisch, ist ein wenig durcheinander. Da rechts haben wir den Solarregler jetzt montiert. Da ändert sich natürlich auch immer laufend was. Davon liegen die ganzen Kabel drin für den Booster, sprich Starterbatterie, Sensorleitungen, Temperaturfühler und so weiter. Also richtig heftig. Was da Meter Kabel reingehen, das ist schon immer schön. Schaut jetzt nur ein bisschen alles wild aus. Da oben kommt der Schrank hin, wo das Display dann letztlich steckt. Also es ist schon echt ein geiles Projekt. Muss man schon sagen, wenn man sowas von Grund auf einmal mitkriegt, wie sowas verbaut wird, wie sowas installiert wird, ist schon eine Menge Know-how, was da drin steckt und was man da alles beachten muss. Hier sehen wir nochmal die Perspektive von außen, wie der Alkoven ausschaut. Grundgestell Mercedes. Dann der Aufbau wurde extra angefertigt nach Kundenwunsch. Wenn wir dann mal langsam nach hinten laufen, da ist eine schöne Heckgarage. In diese Heckgarage kommt noch ein großer Hundezwinger rein, weil auch der soll noch Platz finden. Der muss natürlich auch mitfahren, das ist Kundenwunsch. Und da ist auch die Hubstützenanlage, also echt ein tolles Projekt, muss man wirklich sagen. Tja, ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt. Einmal über meine waghalsige Unternehmungen, sprich über mein neues Hobby.
was ich echt geil finde. Draufgekommen kann ich euch auch sagen, bin ich durch den Markus. Markus Fan for Van, der macht das ja auch und das ist, er hat mich da ein bisschen inspiriert bzw. angesteckt und das ist echt eine tolle Geschichte. Der ja übrigens auch bei uns war und aber will da jetzt gar nicht mehr groß rumrühren. Auch da eine kleine Impression, was wir denn gemacht haben bei Markus. Das schauen wir uns in Bildern kurz an. Tja, der Markus hat hier natürlich einiges wieder bei uns machen lassen. Hier haben wir gerade seine Tischplatte angefertigt mit unserem Schreiner. Er filmt natürlich auch fleißig und arbeitet fleißig mit. Da wird die Tischplatte aufgelegt, besprochen, dann dementsprechend zugeschnitten und natürlich darf seine Kamera nirgends fehlen. Das Ganze wird natürlich auch dokumentiert von Markus. Hat auch ein tolles Video rausgebracht, was ich euch verlinke, wie das Ganze vonstatten geht. Und ja, auch ja, er kann arbeiten. Er arbeitet auch mit. Nein, Spaß muss natürlich auch sein. So, das war dieses Video mit diesem tollen Projekt. Ich bin gespannt, was er da in die Kommentare schreibt. Also ich finde es richtig spannend, worauf man da alles achten muss, worauf man da alles im Vorfeld oder woran man im Vorfeld schon alles denken muss. Also das ist ganz besonders. Mit Zeichnungen, da sind wir mit der Firma Vogtland eng im Kontakt, um das Fahrzeug dementsprechend fertigzustellen. Wir fahren da immer wieder hin und so weiter, die bauen da wieder ein wenig rum. Und also das ist schon echt ein tolles Auto. Vor allen Dingen mal zu sehen, wie das alles so entsteht von null, keiner Kabine, Kabine, dann langsam sukzessive die Planung, die Möbelfertigung und dann entsprechend auch die Endfertigung plus unser Part, die elektrische Seite, plus dann auch noch in Verbindung mit dem Möbelbau, die ganzen Steckdosen und so weiter. Also echt eine spannende Geschichte und da freuen wir uns schon, weitere Videos noch davon zu machen. Ja, und ich habe mich entschieden zum Gleitschirmfliegen. Also tolles Thema, tolles Feeling, aber ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch, ich habe das voll unterschätzt, was das für ein was für eine Herausforderung das ist, was man da alles lernen muss für die Prüfungen und was man da alles können muss. Also Respekt, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Aber es macht riesen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist schon echt eine geile Nummer. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich auch von mir privat mal ein bisschen was mit reinbringe. Aber mich flasht das Thema dermaßen, dass ich mir denke, Mensch, komm, das muss ich euch auch mal zeigen, was ich da alles so anstelle in meiner Freizeit. Also, ich sage ganz lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es stehen neue Themen auf dem Tisch. Der zweite Teil von der Efeu-Brennstoffzelle, den bin ich euch noch schuldig. Da bin ich noch ein bisschen am Testen gewesen. Aber da ich jetzt auch dementsprechend alle Daten zur Verfügung habe, werde ich da demnächst ein Video draus machen. Und dann kommt noch der nächste Teil gehend in die Autarkie. Da gibt es auch noch einiges zu besprechen, wo ich auch loswerden möchte, weil ich hier immer wieder angefragt war von Kunden, wie können wir denn nicht das? Und da möchte ich noch mal ein paar Sachen dazu sagen, was man da eigentlich beachten sollte, beziehungsweise wie wir das immer vorgehen oder den Kunden empfehlen. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Euch eine sonnige Zeit, genießt das schöne Wetter und den tollen Sommer. Bleibt mal gesund und vor allen Dingen passt auf euch auf. Ich sage liebe Grüße aus Dinkelsbühl, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Micha.